Am Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York hat der Sicherheitsrat über den Schutz von Zivilisten debattiert. Zwar gäbe es internationale Normen, die in den letzten 40 Jahren eingesetzt worden seien, die Realität sei aber ernüchternd, so der stellvertretende UN-Generalsekretär Eliasson. Weltweit würden viele Zivilisten in Konflikten getötet, gefoltert und entführt. Die Situation in der syrischen Stadt Madaya, in der tausende Menschen an Hunger leiden, sei ein weiteres schockierendes Beispiel. In Genf hat das UN-Kinderhilfswerk UNICEF darauf hingewiesen, dass über ein Drittel aller Flüchtlinge weltweit Kinder sind. Allein in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, in Serbien und in Kroatien versorgt UNICEF momentan 100.000 Kinder. Im vergangenen Jahr sind mehr als 1 Million Menschen über das Mittelmeer geflohen, über ein Viertel davon waren Kinder. Viele von ihnen sind bei ihrer Ankunft körperlich erschöpft, verängstigt und brauchen dringend medizinische Hilfe. In Amman in Jordanien nutzt das UN-Flüchtlingshilfswerk ein neues System zur Registrierung von Flüchtlingen. Jeden Tag werden dort bis zu 3000 Menschen registriert, ab jetzt mit der Hilfe von biometrischen Augenscannern.